Hey Leute, ich habe mich heute dazu entschlossen, mal ein spontanes Kochvideo zu machen. Seit 2 Tagen bin ich wieder gerade beim Sport dabei und habe auch wieder meine Ernährung umgestellt. Ich habe gesagt, nach Ramadan fange ich an und ich habe angefangen. Und deswegen interessiere ich mich einfach für Gerichte, die lecker sind und die satt machen, aber die nicht so viel Kilokalorien haben. Deswegen habe ich bei TikTok was gesehen. Wenn irgendwo, dann natürlich bei TikTok. So sieht das, soll das Ganze am Ende aussehen. Ich bin gespannt, wie einfach das angeblich sein soll. Ihr wisst ja, die TikTok-Clips, ihr seht den mal 30 Sekunden oder so. Ist alles das krasseste Gericht in nur 30 Sekunden. Ich koche das heute. Das ist Reis mit Hähnchenbrust und ein bisschen Grünzeugs. Ich zeige euch jetzt, was wir dafür brauchen. Und ja, heute hinter der Kamera meine wunderschöne Tochter und Kamerafrau. Sie ist richtig nervös. Das sind die Sachen, die man dafür braucht. Honig, Zitrone, rote Zwiebeln, Sojasauce, Paprika, Knoblauch und die Fleisch. Die Fleisch haben wir schon geschnitten. Ist jetzt schon fast durchgefühlt, weil es in der Gefriertruhe war und wir das aufgetaucht haben mit Mikrowelle. Reis habe ich hier. Eigentlich kommen hier immer Dings rein, so die Töpfe. Aber meine Frau mochte das nicht und hat hier das stattdessen einfach so ihre, ja, so Dings reingemacht. Und hier ist Reis. Dann nehmen wir den Brocken. Das sind die Sachen, die wir dafür brauchen. Und dann fangen wir jetzt erstmal an, hier den Bruder hier zu schneiden. Wir haben noch vergessen, Paprika ist auch noch dabei. Das ist aber kein Problem. Ich habe noch eine gefunden. Der Schwester hier geht es nicht mehr so gut, aber das ist kein Problem. Das wird ja sowieso gebraten. Dann fangen wir direkt an. Natürlich immer waschen vorher. Sollen wir Streifen oder Würfel schneiden, Paprika? Wie willst du? Würfel? Ah, ich hatte Lust auf Streifen, aber egal. Das Ding ist, meine Kinder, die essen die Paprika immer einfach wie Äpfel. Du brauchst nicht zu lachen. Die essen die wirklich. Also ich bin eigentlich froh, dass die so Grünzeug richtig lieben. Die hauen das so weg wie nichts anderes. Unsere Gurken sind 24 Stunden leer. Wir haben die Gurken. Egal, was wir machen wollen. Okay, was sagst du? Sieht gut aus? Ja. Ist korrekt? Ja. Okay, dann schneiden wir den Zwiebelbrei. Die Zwiebel schneiden wir aber in Streifen. Ich mache die. Streifen? Ja, ich habe es vergessen. Okay. Deswegen habe ich einfach Würfel gesagt. Okay. Immer wieder, wenn ich am Kochen bin, merke ich, wie das auf den Rücken geht und wie man sich abstützen muss. Ich glaube, ich habe meine Frau noch nie sich irgendwo abstützen sehen, wenn sie in der Küche ist. Ja, yani, mashallah für unsere Mütter, Frauen, Schwestern, die, yani, ja, die wirklich, ne? Du weißt, was ich meine, oder Fatma? Ja, wie gerade du das machst. Dankeschön. Besser als deine Mutter? Oh, danke. Was singst du da? Habe ich das zum ersten Mal gemacht gerade? Nein. Was gefällt dir? Okay, wir haben das hier fertig. Jetzt werden wir mit dem Reis anfangen, weil der kann dann so lange köcheln. Wir machen jetzt eine Tasse Reis. Das heißt, auf eine Tasse Reis nehmen wir 2 Tassen Mai Wasser. Nehmen wir den Topf. Wir nehmen einen anderen Becher erstmal. Aha, ich habe schon einen hier. Natürlich von wem? Was? Von Waterdrop, die passen immer, glaube ich. Wir nehmen eine Tasse Reis, okay? Eine Tasse Reis. Zack. Und strecken das mit 2 Tassen Wasser. Eins ist wieder. Und 2. Ah, und noch eine Sache, was ich sehr gerne mache. Wir nehmen statt Salz und so, nehmen wir gerne hier Gemüsebrühe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so Gemüsebrühe, Würfel. Dann schmeckt der Reis immer richtig gut. Sollte man nicht zu viel nehmen, weil es sehr salzig ist. Weil wir nur eine Tasse benutzen. Das heißt, den Rest können wir wieder recycelmäßig hier in die Dose machen. Und wieder hier unten rein. Jetzt nehmen wir uns einen Holzlöffel. Oh ja, jetzt machen wir schon den Herd an, ne? So. Gedrückt halten. Das ist so traurig, dass du mir sagen musst, wie das so ist. Wir fangen jetzt an erstmal auf 9, bis er brodelt, also bis er macht. Die Lüftung lassen wir mal aus. Eigentlich können wir die Lüftung ja machen, dann zieht er das alles rein, aber ich habe hier oben 2 Fenster, das ist okay. Wir lassen jetzt den Reis kochen. Gleich, wenn es blubbert, so, mache ich das auf 6. Und wenn er auf 6 ist, lassen wir ihn dann noch ein bisschen. Und dann machen wir ihn auf 2 und lassen ihn dann die ganze Zeit, bis er alles an Wasser eingezogen hat. So, das brutzelt jetzt schon. Das heißt, wir machen ihn jetzt ein bisschen runter auf 6. Ach, ich habe was Falsches auf 6 gemacht, alles klar. Ah, Hilfe! Fatma, ruf Mama an, schnell! Was? Wir machen jetzt hier weiter. Erstmal das Wasser hier raus. Und machen das Fleisch hier rein. Dann nehmen wir Paprikapulver. Das ist so ein bisschen nach Maß. Na, ungefähr so. Diese Handfläche voll. Dann nehmen wir Knoblauchpulver. Je nachdem, wer Knoblauch mag und wer nicht. Dann machen wir jetzt noch Sojasauce rein. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Zack, das reicht. Und Zitronen. Dafür werden wir den Kollegen Schnürschuh hier benutzen. Zack, braucht ihr natürlich nicht. Aber
Hier? Boah, da kam viel raus. So sieht das dann ungefähr aus. Und dann rühren wir das natürlich mit den Händen um. Wir lassen das ein bisschen im Saft, weil hier ist sehr viel Flüssigkeit drin. Das sieben wir jetzt ab, bevor das in die Pfanne kommt. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Der Reis steht hier. Tut euch selber den Gefallen und wascht den Reis vorher. Ich zeige euch mal, wie wir kochendes Wasser bekommen. Wir haben nämlich jetzt sowas hier. Das ist kochendes Wasser. Das sollt ihr auch nicht benutzen. Das ist auch mit Kindersicherung und so. Denn wenn ich hier einmal mache, leuchtet es blau. Das ist eiskaltes Wasser, wie vom Kühlschrank. Richtig kalt. Und noch einmal. Zack. Das ist seltsam. Eine kleine Demonstration hier, nicht? Jetzt kommt das Ganze hier schon in die Pfanne. Wir machen jetzt hier den Brei. Machen wir mal auf volle Stufe. Und dann kommt das direkt hier rein. Das geht sehr, sehr schnell. Mit dem Herd ist es unglaublich, ne? Ich habe sowas noch nie gesehen. Schaut mal bitte das Wasser, was da drin ist, das kocht schon. Jetzt machen wir den Reis auf 2 und lassen den einfach nur noch kochen, köcheln. So, und eigentlich müsste das Hähnchen das Wasser gleich alles aufsaugen. So, und lassen wir ein bisschen brutzeln hier. Wir machen trotzdem ein bisschen Wasser noch davon raus. Dann können wir das hier weiter brutzeln lassen. Schaut mal der Reis, wie er schon ungefähr aussieht. Da rechts das Gelbe ist von der Hühnerbrühe. Das wird natürlich nachher nochmal richtig gemischt. Sieht schon richtig cool aus. Jetzt das ganze Wasser eingezogen. Jetzt werden die richtig so schön krustig und fest. Jetzt kommt nämlich Honig rein. Zack. Dafür können wir sogar schon ein bisschen Druck machen. Zack. Einfach drauf. Und dann, dass sie ein bisschen glasig werden. Guck mal bitte. Hier. Muss gar nicht mehr auf die Pfanne, also auf den Herd drauf. Dann einfach ganz normal so. Mit der Hitze, was die Pfanne jetzt schon hat. Und das war's schon. Dann werden die hier schon zur Seite gelegt. Und die müssen jetzt erstmal hier chillen und warten. Die Zwiebeln und Paprika werden jetzt noch angebraten. Ihr könnt natürlich auch, keine Ahnung, Pilze reinmachen noch, wenn ihr Bock habt. Brokkoli ist eigentlich egal. Das ist so, bei mir ist es eher so, weniger ist mehr. Ich mag nicht so gefühlt alles, was im Wald ist, in eine Pfanne hauen und dann sagen, ja Mann, geil, das ist eine Reispfanne oder so. Und deswegen habe ich so, ja, das ist so ganz einfach belassen. Das feiere ich eigentlich. Hatte auch nicht das Verlangen dazu, irgendwie mehr reinzumachen. Die Paprika hätte nur rot sein können. Ich weiß nicht. Schmecken die verschieden, die Paprikas, Fanden? Bisschen, ne? Ich weiß nicht, warum, vielleicht ist es Kopfsache. Ich liebe am meisten die roten Paprikas. Ich auch. Was? Der Reis sieht auch schon richtig gut aus. Ich glaube, jetzt langsam können wir den Reis dazu geben. Oh. So sieht das bis jetzt aus. Klar, man kann da jetzt noch viel mehr würzen, ein bisschen so, aber wir haben den Reis schon gewürzt. Wir haben, ja, keine Ahnung, was weiß ich nicht, alles schon gewürzt. Den Reis, die Hähnchen. Und das sind ja die Zutaten, das war's ja schon. Jetzt können wir nämlich die Hähnchen wieder reinmachen. Oh, guck mal bitte, das ist... Jetzt kriegt das wahrscheinlich auch ein bisschen andere Farbe. Das ist einfach Gamechanger-Gefühl bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es schmecken wird. Aber dein Essen ist immer lecker. Mein Essen ist immer lecker? Ja. Stabil. Bitte guck mal, wie ich am Schwitzen bin. Ich glaube, ein Spritzer Honig mache ich noch rein, weil er hat sehr viel Honig benutzt. So sieht das in ungefähr aus hier. Und dann zeige ich euch das gleich, wie wir das servieren und probieren. Wir sitzen jetzt hier. Sie hat ihren Teller, ich habe mein Zelta-Glas. Wir haben uns Oliven noch dazu gepackt hier. Marokkanische Olives. Und so sieht das ungefähr aus hier. Das riecht richtig, richtig gut. Also ich bin kein krasser Koch, aber warte mal, was sagst du? Das riecht mega. Der Geruch 1 bis 10? 10. Okay, dann probier jetzt. Bismillah. Sag ehrlich. Aber das ist richtig lecker. Du musst aber ehrlich sein. Das ist richtig lecker. Ich bin auch überrascht, sage ich ehrlich. 1 bis 10? 100 von 10. Man braucht gar keine Gewürze mehr. Also ich würde gar nicht mehr reinpacken. Ich finde, das reicht locker an Gewürze. Es schmeckt richtig so, auch nach Honig. Schmeckst du den Honig raus? Richtig. Ja, cool, dass ihr euch das angeschaut habt. Wenn ihr Bock habt, kommt noch mal öfter was. Das war richtig spontan. Nächstes Mal mache ich das mit einem richtigen Mikrofon. Ich habe das mit meiner Tochter gemacht. Sie ist 9. Sie hat mir geholfen dabei heute. Baklaufiki. Spaß. Ja, nach Faust. Das machst du immer. Ja, nächstes Mal wird das wahrscheinlich professioneller. Ihr habt heute einen kleinen Einblick in die Küche gehabt. Das ist meine neue Küche von Küchenwelten, Kiel. Mega, mega zufrieden. Ja, wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich nächstes Mal wieder was anderes machen. Ihr könnt mir auch gerne Gerichte schicken, die ich mal nachmachen soll. Das war ein einfaches Gericht. Trotzdem war es so anstrengend. Aber ja, ich muss mir jetzt mehr Zeit dafür nehmen, gerade weil ich mich mit dem Thema Ernährung wieder richtig befasse. Passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank. Liken, teilen. Assalamu alaikum.